Hallo und herzlich willkommen zu Class Live. Ja, nachdem ich mir eben einen ersten Überblick über den Stand verschafft habe, wollte ich mir natürlich jetzt direkt mal eins der Highlights ansehen. Das Motto war ja, heute geht's rund. Und so langsam habe ich auch verstanden, warum es hier rund geht. Ich bin jetzt verabredet mit Moritz Kraft und du kannst mir erklären, warum es rund geht. Ja, hallo Maria, das kann ich auf jeden Fall. Sehr gut, aber bevor du anfängst, Moritz, eigentlich würde ich ja lieber mitfahren, anstelle draußen zu gucken. Ach, das ist verboten, da dürfen wir gar nicht drauf. Auch nicht ausnahmsweise? Okay, komm, Maria, wir machen eine kleine Ausnahme. Guckt ja auch keiner zu, ne? Dann musst du mir jetzt aber sportlich helfen, Moritz. Sonst komme ich da nicht drüber. Moment. So, ich bin schon mal heile gelandet. Moritz auch, hervorragend. Wir haben also die erste Sporteinheit für heute schon mal hinter uns. So, Moritz, jetzt habe ich mich ja ehrlich gesagt gefragt, wir haben ja hier, also ja, finde ich erstmal sehr imposant und beeindruckend, eure Drehscheibe, aber was hat es genau damit auf sich, dass irgendwie, die muss ja schon ein bisschen was aushalten. Oh, jetzt, ich mache mal einmal hier einen kurzen Cut, damit sich keiner den Kopf stößt hier, müssen wir einmal so ein bisschen improvisiert da durchhuschen. So, jetzt aber, Moritz. Ja, hier, wir haben einen Drehteller aufgebaut und dieser Drehteller, der kann wirklich bis zu 70 Tonnen tragen, also der kann schon was, ne? 70 Tonnen, das ist ja schon fast, den kann man ja schon fast als Melkkarussell einsetzen. Ja, hat irgendwie ein bisschen Ähnlichkeit, da hast du recht, würde ungefähr 120 Kühen entsprechen, das stimmt, die hätten hier Platz drauf. Man merkt, wir sind hier mit Profis unterwegs, die wissen Bescheid über die Landwirtschaft. So, jetzt haben wir aber auch genug rumgeblödelt, Moritz, jetzt mal ganz ernsthaft. Ist das der leistungsstärkste Mähdrescher der Welt? Was hier auf der Drehteller steht, ist der 8900. Das ist unser neues Spitzenmodell der Lexion-Baureihe. Ja, sieht auch nach einer imposanten Maschine aus. Vielleicht irgendwie ein paar Zahlen, Daten, Fakten dazu. Also mir ist aufgefallen, die Nummerierung hat sich anscheinend geändert, aber es wird sich hoffentlich noch mehr geändert haben. Ja, am Ende haben wir fast den kompletten Mähdrescher neu konstruiert. Eine komplette Neukonstruktion, aber wesentlicher Punkt ist das Herzstück des Mähdreschers. Wir haben neue Dreschwerke konstruiert auf dem weißen Blatt Papier. Wir nennen das Ganze APS Synflow. Einmal als der Schüttler in der Schüttler-Variante, einmal in der Hybrid-Variante. Okay, also APS Synflow, damit kann ich jetzt noch ehrlich gesagt relativ wenig anfangen. Was, kannst du das ein bisschen genauer erläutern, wenn du sagst, ihr habt das also Dreschwerk neu konstruiert? Wir haben die Dreschtrommel vergrößert. Das war ein Riesenschritt auf 755 mm. Im Zuge dessen natürlich mehr Korbfläche generiert. Schüttler komme ich gleich zu Hybrid. Da haben wir eine neue Zuführtrommel in die Rotoren, besseren Gutfluss für höhere Durchsatzleistung. Aber APS Synflow Walker, da haben wir richtig was gemacht. Ein ganz innovatives Dreschwerk auf die Beine gestellt, was sich durch vier Punkte auszeichnet. Zum einen Verbindung, Vorbeschleunigung mit der großen Trommel. Dann laufen alle vier Trommeln synchron in der Drehzahl, einzigartig. Wir haben einen unheimlich geradlinigen Gutfluss für hohe Leistung und gute Strohqualität. Und alle Körbe, Dresch wie Abscheidekorb, lassen sich parallel aus der Kabine verstellen. Okay, für mehr Leistung, Moritz, kannst du das irgendwie auch mal ein bisschen quantifizieren, weil 1% mehr ist auch mehr. Da hast du recht, Maria, das Dreschwerk ist imstande, 25% mehr Leistung zu generieren. Das ist schon eine Hausnummer. 25% klingt echt ordentlich. Ihr habt auch, wenn ich mich recht erinnere, wart ihr auch irgendwie unterwegs. Weltrekord habe ich munkeln hören. Ja, wir haben mal einen Rekord aufgestellt oder eine Druschleistung, eine Max-Druschleistung mit einem 6900. Haben 44 Tonnen pro Stunde durchschnittlich vom Acker abgefahren über den ganzen Tag. Und das ist für eine Schüttlermaschine schon echt eine Hausnummer. Also nicht nur rekordverdächtig, sondern Rekord quasi. Ja. Nebenbei haben wir von der DLG auch noch eine Silbermedaille für das Dreschwerk bekommen. Also es scheint wirklich sehr innovativ zu sein. Ja, guck, nebenbei, ne, räumt man die mal so mit ab, kann man die mal mitnehmen. Okay, so, jetzt kommen wir aber hier mal zum Häcksler. Da habe ich auch einen neuen Begriff entdeckt, Moritz. Auto-Chopping und noch eine Silbermedaille. Ja, genau. Zweite Medaille für CMOS Auto-Chopping. Damit erweitern wir unsere CMOS-Familie. Das ist im Hause. Moment. Einmal, halt, stopp. CMOS heißt, kannst du das einmal erläutern für die, die nicht ganz so firm sind? CMOS ist bei uns im Hause der Begriff für die automatischen elektronischen Maschinenoptimierungssysteme. Und da sind wir im Mähdrescher schon viele Jahre mit unterwegs. Und CMOS Auto-Chopping ist das neue Kind in der Familie. Okay, also elektronische Maschinenoptimierung. Häcksler, kannst du das nochmal so ein bisschen erklären? Was macht der denn genau? Weil
Also drückt er auf den Knopf oder stellt er was ein oder was macht dieses Optimierungssystem? Also bei dem CMOS Auto Chopping messen wir vorne die Feuchte im Einzugskanal. Wir messen den Durchsatz im Einzugskanal. Der Fahrer gibt eine Strategie übers Terminal vor und aus diesen drei Werten ermittelt CMOS Auto Chopping eben die richtige Strategie für den Häcksler. Stellt dann dementsprechend Gegenschneide und Reibboden ein, sodass am Ende immer eine gute Häckselqualität hinten rauskommt, egal in welchen Bedingungen, in welchen Zuständen. Und wir auch noch Kraftstoff sparen, weil immer nur das eingeschwenkt wird, was auch benötigt wird. Und es klingt ehrlich gesagt auch so, also es klingt erstens effizient und zweitens klingt es auch so, als ob es eine wirkliche Fahrerentlastung wäre. Ne? Wenn er das nicht mehr alles selber bedenken muss und alles selber einstellen muss, macht das ja einen ganz schlauen Eindruck. Ja, klar. Oberstes Ziel ist Fahrerentlastung mit, ja. Das gefällt mir. So, jetzt Fahrerentlastung ist eigentlich ein gutes Stichwort, weil ich habe mich ehrlich gesagt gefragt, wir laufen jetzt ja hier am Schneidwerk vorbei und normalerweise kannte man ein Glasschneidwerk, eine Glasmaschine immer mit dem Laserpilot, der zur Fahrerentlastung da war. Den habt ihr hier aber nicht mehr verbaut. Was ist denn da los? Ja, Laserpilot. Das System hat sich auch komplett geändert. Die zwei Sensoren links und rechts auf dem Schneidwerk gibt es beim Lexion nicht mehr. Das übernimmt jetzt der neue Fieldscanner, den du oben auf der Kabine siehst. Das ist dieser da über dem Lexion-Schriftzug? Richtig, das ist ein Sensor, der kommt aus der Automobilindustrie, ist da schon lange Jahre im Einsatz. Der scannt jetzt zukünftig die Bestandskanten, sowohl die linke Kante, die rechte Kante, lenkt danach. Aber für mich das Highlight ist, er kann auch die Fahrgasse mittig erkennen. Heißt, ich stelle mich vor die Fahrgasse, drücke meinen Knopf und fahre die Fahrgasse gerade entlang. Also auch hier wieder super Fahrerentlastung und das Ganze auf einem echt einfachen und simplen Weg. Klingt nach einem smarten System. Was ehrlich gesagt, wenn ich da oben so hingucke, kann ich ja auch nicht es fällt mir schwer, am Korntank vorbeizuschauen. Das sieht ja schon gigantisch aus. Wie viele Liter passen da rein? Ja, der ist auch gigantisch. 18.000 Liter nehmen wir da zukünftig mit. Und eins kannst du mir glauben, in Verbindung mit der neuen Korntankentleerung, 180 Liter kommen aus dem dicken Rohr raus, geht es beim Abtankprozess richtig rund. Ungefähr so wie hier bei uns auf der Platte, nehme ich mal an. Ich muss ehrlich gesagt sagen, Moritz, so langsam reicht es mir hier mit dem Karussellfahren. Man wird schon so ein bisschen duselig. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen früh um 9 Uhr wieder. Bis dahin habe ich mich hoffentlich erholt von dem ganzen Gedrehe hier und wünsche euch noch viel Spaß. Genau, dir noch eine gute Messe und danke dir, Maria. Wir sehen uns morgen.